Gut, dann fange ich noch einmal an. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar von Dirndl und Lederhose über Fair Mode bis hin zu Burka. Zuerst möchte ich unseren Plan vorstellen. Zuerst werden wir ganz viele neue Wörter zum Thema Kleidung lernen. Außerdem werden wir das Thema Adjektivdeklinationen ausführlich besprechen. Und dazu machen wir ein paar Übungen und interaktive, und es gibt auch interaktive Spiele zu diesem Thema. Danach werde ich ein bisschen über deutsche Trachten und faire Mode erzählen und zum Schluss werde ich über muslimische Frauen in Deutschland sprechen. Und dazu wird es eine Diskussion geben. Also jetzt ein paar Wörter zum Thema Kleidung. Das erste Wort, die Kleidung. Die Übersetzung sehen wir auf der Folie. Es gibt auch das andere Wort, Bekleidung, die Bekleidung, und das bedeutet dasselbe. Und noch zwei Wörter, die Damenbekleidung und die Herrenbekleidung. Das waren quasi die Grundwörter. Und jetzt, lernen wir noch ein paar Wörter. Das T-Shirt, Footballer, die Bluse. Genau, in den Klammern gibt es die Pluralform. В скобках вы видите множественное число. Das Hemd, Hemden. Das Top, Tops. Das Kleid, Kleider. Das Abendkleid. Abend – это вечер. Kleid – это платье. Das Abendkleid – вечернее платье. Der Pullover, die Pullover im Plural. Oder der Pulli, gibt es auch dieses Wort. Und Pullis im Plural. Die Shorts, der Rock, die Röcke im Plural. Die Hose, Hosen. Die Jeans. Der Anzug, Anzüge im Plural. Die Jacke, Jacken. Die Strickjacke. Der Mantel im Plural, die Mäntel. Da хотелось бы обратить ваше внимание на то, что die Hose, брюки, в русском языке это множественное число, а в немецком языке это единственное число женского рода, die Hose. Но die Jeans это множественное число. Более подробно вы можете увидеть эту тему в уроках 37 и 38 курса ЕШКА, немецкий для начинающих экстра. Gut, und jetzt lernen wir ein paar Wörter zum Thema Schuhe. Hier gibt es das Wort die Socke, im Plural die Socken, die Strumpfhose, Kalgotki, der Strumpf, die Strümpfe, Chulok, der Schuh, die Schuhe, Batina, Ktufla, die Hausschuh, Tapetschki, das Haus, это у нас Dom, ну, как бы, туфли для дома, die Sandalen, Босоножки, der Stiefel im Plural, die Stiefel und die Pumps oder im Plural auch die Pumps, Tufli na Kvukia. Ich wollte noch sagen, wenn ich zu schnell rede oder zu leise rede, dann sagt bitte Bescheid. Если я слишком быстро говорю или если я слишком тихо говорю, то тогда пишите в комментариях.
Okay, über mich selbst werde ich vielleicht am Ende erzählen. Gut, und jetzt noch ein paar Wörter. Das sind Wörter quasi für Profis. Aber trotzdem, vielleicht wird es interessant für euch sein. Das Langarmshot für Falken. Lang, это длинный, Arm, это рука. Ну, получается, Кофта с длинным рукавом. Das Sweatshot, Sweatshot. Das Jackett, Jackett, Pidgin, die Latzhose, Kombination, der Anorak, Ветровка с капюшоном, die Weste, Жилет, die Steppjacke, это утепленная куртка, der Regenmantel, Дождевик, der Regen, это дождь, Mantel, это пальто, ну, получается, как пальто от дождя, der Pelzmantel, Шуба. Und es gibt auch ein lustiges Wort, der Mottenpfiffen. Das finde ich sehr lustig. Die Motte, это моль, ну это как бы как корм для моли, что-то вроде того, тоже Schuhe. Und das letzte Wort, die Militäruniform, военная форма. Na, auf dem Foto seht ihr übrigens zwei junge Frauen aus der israelischen Armee. Sie tragen Militäruniformen. Und jetzt kommen wir zu den Accessoires. Die Handschuhe, Перчатки. Dieses Wort besteht aus zwei Teilen. Die Hand, also Рука. Ладонь, Шуе – это туфли, то есть, как бы, если буквально переводить, то туфли для, ботинки для руки, die Handschuhe. Die Mütze, Шапка, der Hut, die Kappe, die Ohrenwärmer, die Ohren – это уши, Wärmer – то, что делает теплыми, то, что делает теплыми уши. Der Schal, der Gürtel, die Krawatte, die Fliege, das ist ein interessantes Wort. Die Fliege, это вообще муха. И вот если в русском это у нас как галстук бабочка, то в немецком это как галстук муха, так скажем. Die Brille, очки. Die Sonnenbrille, солнечные очки. Die Sonne, это солнце. Die Sonnenbrille. Und die Tasche, сумка. Und noch ein paar Accessoires. Der Schmuck, Украшения. Der Ring, im Plural die Ringe. Der Ohrring, die Ohrringe im Plural, Сережка, Сережки. Die Halskette, Ожерелье. Der Hals, это Шея. Kette, это Ожерелье. Ну, получается, как цепочка для... Дикета цепочка для шеи. Das Armband, die Armbänder, браслет, und die Armbanduhr, наручные часы. Und jetzt zwei wichtige Verben zum Thema Kleidung. Das Verb tragen, носить, etwas tragen, что-то носить. Und die Frage lautet, was trägst du heute? Что ты сегодня носишь? Und die Antwort, ich trage ein Hemd, eine Hose und einen Mantel. То есть вот слова у нас ein Hemd, eine Hose und einen Mantel, они стоят в Аккузатив. Und tragen, das ist ein unregelmäßiges Verb, deswegen gibt es eine Wurzelveränderung in den Formen du und er, sie, es. Also du trägst und er, sie, es trägt. Wir haben hier einen Umlaut, A-Umlaut. Und das andere Verb ist anhaben, иметь на себе.
etwas Akkusativ anhaben. Die Frage lautet, was hast du jetzt an? Что сейчас на тебе надето? Und die Antwort, ich habe jetzt ein Kleid und einen Hut an. На мне сейчас платье и шляпа. Und jetzt habe ich zwei Fragen an euch. Die erste Frage, was tragt ihr gerne im Herbst? Что вы охотно носите в осенью? Hier gibt es ein Beispiel. Im Herbst trage ich gerne zum Beispiel einen Mantel. Und die zweite Frage, was habt ihr jetzt an? Что на вас сейчас надето? Das Beispiel, ich habe jetzt ein Hemd, einen Pullover oder eine Bluse an. Не забывайте, что у вас здесь акузатив, то есть, если это мужской род, то тогда у нас einen Artikel, если это средний род, то тогда ein, и если это женский, то тогда eine. Also ich bitte euch darum, diese Fragen kurz zu beantworten und ich beantworte diese Fragen auch selbst. Schreibt bitte die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf. Напишите, пожалуйста, ответы на эти вопросы в комментариях. Genau, das ist die Antwort von mir auf die erste Frage. Sehe ich schon? Только джинсы – это множественное число, и поэтому вы должны писать без артикля. Ich trage Jeans und ein Hemd. Ein Hemd ist richtig. Ah, sehr schön. Ich habe jetzt einen Schlafanzug an. Sehr schön. Sie möchten schon schlafen? Ja, sehr schön, Janina. Danke sehr. Genau, und das ist eine Antwort von mir. Ich habe jetzt ein Hemd, eine Hose und Hausschuhe an. Sehr schön, Larissa, danke sehr. Möchte jemand noch antworten? Oder war das alles? Okay, wahrscheinlich war das alles. Dann kommen wir zum grammatischen Teil unseres Webinars. Und es geht heute um die Adjektivdeklination Typ 1. Und jetzt spreche ich... Ah, okay. Ich habe jetzt einen Pullover, Hausschuhe an. Okay, sehr schön. Ja. Gut, wir kommen jetzt zum grammatischen Teil unseres Webinars und wir sprechen über Adjektivdeklination Typ 1 zuerst. Hier spreche ich mehr Russisch, damit alle verstehen, alle gut verstehen. Здесь я немножко побольше буду говорить по-русски, чтобы все поняли. На первый взгляд это немножко выглядит страшно, эта табличка, но на самом деле ничего здесь страшного. Значит, у нас идет речь о склонениях, о склонениях прилагательных, и это первый тип склонения. Здесь идет речь о тех случаях, когда у нас есть определенный артикль der, die или das, или же когда у нас есть похожие на определенный артикль слова, как dieser, этот переводится, jener, тот, jeder, каждый, welcher, какой, mancher, некоторый. И во множественном числе также, если у нас есть отрицательный артикль keine,
и притяжательными стремления, например, beide, meine или deine. И также после двух слов alle, все, и beide, оба. Если мы посмотрим на таблицу, то можно заметить, что у нас в номинатив, в именительном падеже, во всех родах в единственном числе окончание «f» у прилагательного. То есть, например, «der rote Schal» oder «das schöne Kleid» oder «die warme Jacke». Также в аккузатив, в винительном падеже, у нас в среднем роду и в женском роду у нас окончание также «e» будет. «Das schöne Kleid» und «die warme Jacke». И только в мужском роду у нас окончание «en». В датив и генитив у нас везде будет окончание «en» у прилагательных, и также во множественном числе у нас везде будет «en». Также это легко запомнить, если подумать логически, что у нас в определенном артикле, определенный артикль он и так показывает нам какой-то род. То есть у нас есть der, есть das, есть die. И поэтому нам уже не нужно другой раз показывать это в окончании. Сейчас это вы увидите более это будет станет очевидно, когда мы рассмотрим второй тип склонения. И запишите, пожалуйста, себе только номинатив и аккузатив. Можно пометить себе, если вы это не знаете. Или можно сделать скриншот. Gut, und wir machen jetzt eine Übung dazu. Ihr müsst hier die Adjektivendungen ergänzen. Und der erste Satz, dieser blau, Himmel. Und ich bitte euch, die Antwort zu schreiben. Jetzt nur A. Ja, sehr schön. Dieser blaue Himmel. Und B, schreib bitte. Ja, sehr schön. Der bunte Wald. Ja, der bunte, ja, richtig. Und C, richtig bunte. Richtig alte. Jener alte Baum. То есть то старое дерево. Genau. Sehr schön. Und der. Das ist etwas schwierig. Aber trotzdem. Was glaubt ihr? Geplante, für das Geplante, sehr schön, das ist richtig, aber was ist mit dem? Ja, sehr schön, prima. Prima, Taras. Genau, das ist eine Ausnahme. Wenn das Adjektiv auf A endet, dann gibt es keine Endung. Если прилагательное заканчивается на A, то тогда у нас не добавляется окончание. Diese prima Idee. Genau, richtig, Larissa. Dankeschön. E haben wir schon. Und F in der goldenen Abendsonne. Ja, richtig, sehr schön. In der goldenen Abendsonne. Das ist Dativ, deswegen ist die Endung JM. Gut, und der letzte Satz. Während des ganzen Tages. Ganz genau, richtig. Danke sehr für eure Kommentare. Und jetzt kommen wir. Und jetzt kommen wir zum nächsten Typ von Adjektivdeklinationen.
Und zwar Typ 2. Здесь идет речь о тех случаях, когда у нас нет вообще никакого артикля. Также сюда относятся те случаи, когда у нас есть количественное числительное, то есть 1, 2, 3 и так далее. И также после слов viele, verschiedene, einige, mehrere, wenige, manche. По переводу viele – многие, verschiedene – различные, einige – некоторые, mehrere – большинство, когда больше 50%, wenige – немногие, manche – некоторые. И здесь нам нужно как бы показать, о каком роде у нас идет речь. Поэтому мы показываем это в окончании. Мы говорим ротер, если читать это. Я, конечно, читаю сейчас неправильно, но чтобы это было более очевидно. Ротершаль, роташаль. Оде шёнес кляйд. Оде варме яка. Im Akkusativ Rotenschal, schönes Kleid, warme Jacke. Aber im множественном числе у нас везде будет окончание e, e. Если мы еще раз сравним это с первым типом, сейчас еще раз вот открою я первый тип. Здесь у нас везде были окончания e в номинатив, в аккузативе en, e. И во множественном числе у нас везде было ен. То здесь у нас показываем окончание, показываем, какой это род. Wir machen auch eine kurze Übung zu diesem Thema. Wir müssen hier die additive Endungen ergänzen. Und wie immer bitte ich euch darum, die Antwort zu schreiben. Ja, richtig, sehr schön, Rotem. Krasne Vino. Und B. Roter Wein, sehr schön. Sehr schön, französischer Käse. Ja, richtig, französischer Käse. Starker Kaffee, sehr schön. Genau. Starker Kaffee, richtig. Leise Musik, sehr schön. Nein, das ist leider falsch. Die Butter. Gesalzene Butter. Sehr schön. Das ist richtig. Salone Maslen. Dunkles. Ja, richtig. Genau. Heuetannen, richtig? Da, Tannen und die Jolki. So die Jolki. Es gibt auch das Wort Tannenbaum, der Tannenbaum und die Tanne gibt es auch. Süße Trauben, richtig. Sehr schön. Gut, wir warten noch auf die anderen Antworten, oder? Ja, Heutan, das ist schon.
Süße Trauben. Okay, ich glaube, das war alles. Und jetzt süße, wie? Dunkles Brot, ja, richtig, Taras. Heutanen und süße Trauben, ja, alles richtig. Und jetzt spielen wir ein bisschen. Und die Aufgabe ist die folgende. Schreiben Sie Ihren Namen und ein Adjektiv, das mit dem ersten Buchstaben des Vornamens beginnt. То есть нужно написать ваше имя и перед своим именем поставить прилагательное, которое начинается с той же буквы, как ваше имя. Es gibt zwei Beispiele, zum Beispiel hübsche Hanna und romantischer Roman. Und denken Sie bitte an die Endungen. Не забывайте про окончание, то есть если это женский род, то тогда будет окончание «э», если это мужской род, то тогда будет окончание «р». Und ich fange an. Ich bin nämlich attraktive Anna zum Beispiel. Ja, lustige Larissa, sehr schön. Ja, tolle Taras, sehr schön. Typisch Taras, ja. Also, wenn man ihren Namen auf Deutsch schreibt, dann schreibt man Janina. Man schreibt so. Und es gibt das Adjektiv jung zum Beispiel. Also aktive Anastasia, sehr schön. Aha, oberste Olga, okay, warum nicht? Ja, junge Janina ist schön und auch richtig. Gut. Wir kommen jetzt zur nächsten Folie. Und hier haben wir den dritten Typ von den Adjektivdefinitionen. Ah, japanische Janina. Ja, das ist auch schön. Значит, это у нас третий тип склонения прилагательных. Genau. И он у нас употребляется только в единственном числе, если у нас есть неопределенный артикль. Также после отрицательного артикля kein и притяжательных местоимений mein, dein und so weiter. И мы должны здесь снова-таки показать в нашем прилагательном, о каком роду идет речь. Поэтому мы ставим окончание R, S или E. Ein roter Schal, ein schönes Kleid, eine warme Jacke. Im Akkusativ einen roten Schal, ein schönes Kleid und eine warme Jacke. Und jetzt lernen wir ein paar Adjektive zum Thema Kleidung. Oder wir wiederholen diese Wörter, wenn ihr diese Wörter schon kennt. Wie kann die Kleidung sein? Groß oder klein? Lang oder kurz? Eng oder weit? Enkata uski, weit, schroki. Modisch oder unmodisch? Schön oder hässlich? Teuer oder billig? Teuer, дорогой, billig, дешевый. Und noch ein paar Wörter quasi für Profis. Wunderschön. Прекрасный, элегант, элегантный, hübsch, красивый, interessant, интересный, modern, современный, unmodern, несовременный, altmodisch, старомодный, alt – это старый, modisch – модный, старомодный, bequem – удобный, unbequem, sportlich – спортивный, seltsam – странный, komisch – это тоже странный, witzig, смешной, lässig, повседневный, schick, роскошный. Und noch ein paar Wörter, kariert, в клеточку, gepunktet, gestreift, полосочку, geblümt, с цветочками. Und wir wiederholen auch die Farben. Ich hoffe, dass die meisten von euch diese Farben schon kennen. Schwarz,
Schwarz, Entschuldigung, schwarz, grau, weiß, gelb, rot, braun, blau, hellblau, helle das Viertel, Svetlam, Svetlam, Sini, Golubai, Grün, bunt, bunte, Rasnazwetne, Jarkim, Orange oder Orange kann man auch sagen. Es gibt zwei Varianten, Violett und Rosa. И также, как сказать нам, темно какой-то или светло какой-то, мы прибавляем просто к свету слово «дункель» или слово «хель». «Дункельблау» – это темно-синий, «хельблау» – светло-синий. Und jetzt gibt es die folgende Aufgabe. Auf dem Foto seht ihr Julia Roberts, eine US-amerikanische Schauspielerin, und ihr müsst sagen, was sie auf diesem Foto trägt. Hier gibt es die Wörter, die ihr benutzen könnt, zum Beispiel der Pullover, die Ohrringe, der Ring. Und sie müssen auch die Adjektive gebrauchen. Also zum Beispiel, sie trägt einen roten Pullover und so weiter. Oder sie hat etwas an, что-то на ней. Sie trägt einen warmen, bequemen Pullover. Sehr schön. Gut, wir kommen jetzt zur nächsten Folie. Auf dieser Folie, auf diesem Foto seht ihr Elle Fanning, eine amerikanische Schauspielerin, und die Aufgabe ist die gleiche. Ihr müsst schreiben, was diese Dame trägt. Sie trägt einen roten Pullover, einen silbernen Ring. Ja, das ist richtig. Sie trägt in ihrem Satz fällt der Artikel, sie trägt ein hübsches Kleid. Sie trägt ein hübsches Kleid. Hier gibt es auch das Adjektiv Himmelblau. Himmel это небо, blau это синий. Голубой, небесно-голубой. Sie trägt ein schickes Kleid, sehr schön. Ja, richtig, sie trägt eine schicke Halskette. Danke sehr. Ja, sehr schön, sie hat ein himmelblaues Kleid an. Bei der meisten Version, sie trägt ein wunderschönes himmelblaues Kleid. Gut, wir kommen zur nächsten Folie. Auf diesem Foto seht ihr Prinz Harry. Eigentlich ist er schon Ex-Prinz, aber trotzdem. Was trägt ihr? Was trägt er? Entschuldigung. Er hat einen eleganten Anzug an. Das Adjektiv heißt elegant, eleganter. Er hat eine elegante Krawatte an. Nee, besser, er trägt eine elegante Krawatte. Это немножко странно звучит. Эхо тайна. Просто больше как бы иметь на себе, когда мы что-то прямо на вас, как бы. Er trägt einen dunkelblauen Anzug, ein hellblaues Hemd und eine blaue Krawatte. Super. Danke sehr. Er hat einen eleganten Anzug an. Sehr schön. Okay. Und jetzt die nächste Person. Er hat,
einen blauen Anzug an. Das ist Maskulinum. Der Anzug. Und was trägt Meghan Markle? Auch eine amerikanische Schauspielerin und die Ehefrau von Prinz Harry. Er hat einen blauen Anzug an. Слово Anzug мужского рода, поэтому einen blauen. Einen blauen Anzug. Ja, sehr schön. Sie hat einen ungewöhnlichen Hut an. Sie trägt einen dunklen Pelzmantel. Sehr schön. Sie trägt den modernen Hut oder einen modernen Hut. Das ist Akkusativ. Das ist Anna. Она носит что? Это обвинительный падеж. Weichen, modischen Pelzmantel an. Sehr schön. Okay, gut. Danke sehr für eure Kommentare. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar zum Thema deutsche Trachten. Eine der bekanntesten deutschen Trachten ist das Dirndl. Und ich glaube, ihr habt schon davon gehört. Aber wisst ihr, wo dieses Wort eigentlich herstammt? Und wisst ihr, wie man die Dirndlschleife richtig bindet? Falls nicht, werdet ihr das gleich erfahren. Also das Wort Dirndl leitet sich vom alten Wort Dirne ab. Und dieses Wort bedeutet etwa junges Mädchen. Und in Bayern wurde auch die Dienstmagd in der Landwirtschaft genannt. Und jetzt erfahrt ihr, wie man die Dirndlschleife richtig bindet. Besonders früher war es sehr wichtig, wie man die Schleife bindet. Und nicht umsonst gibt es das Sprichwort Dirndlschleife links, Glück brings. Die Dirndlschleife kann man in der Mitte links, rechts oder am Rücken binden. Und jetzt haben wir ein kleines Quiz. Rechts gibt es die Antworten. Справа у нас ответы. A, B, C oder D. Also in der Mitte, середине, посередине, am Rücken, как бы на спине, сзади, Rücken, спина, auf der linken Seite, с левой стороны, auf der rechten Seite, с правой стороны. Wir machen jetzt Nummer 1. Wenn du Single bist, musst du die Dirndlschleife binden. Also schreibt bitte die Antwort. Was glaubt ihr? Wo muss man die Schleife binden? In der Mitte am Rücken, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? C. Ja, und das ist richtig. C. Auf der linken Seite. Dann Nummer 2. Wenn du verheiratet, verlobt oder in einer festen Beziehung bist, musst du die Schleife binden. Verheiratet это замужем, verlobt заручены и in der einer festen Beziehung, когда у вас крепкие отношения. Zwei,
Ja, das ist richtig. Und Nummer drei, wenn du noch Jungfrau bist, musst du die Schleife binden. Drei B. Nein, das ist nicht richtig. Ja, das ist richtig, in der Mitte. Genau. Und die moderne Interpretation dieser Schleife, ich weiß noch nicht so recht. Das ist ein Dialekt. Das bedeutet, ich weiß noch nicht so richtig. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Beziehung möchte oder nicht. Ich weiß nicht so richtig. So, zurzeit ist es nicht so wichtig, ob man Jungfrau ist, aber trotzdem ist es eine interessante Tradition. Und Nummer vier, wenn du verwitwet bist oder kein Interesse an Flirts oder Beziehungen hast, dann musst du die Schleife da tragen. Verwitwet auf der Wäsche. Also, nein, nicht A. A hatten wir schon in drei. Ja, richtig, am Rücken muss man die Schleife binden. Okay, sehr schön. Zu den deutschen Trachten gehört auch die Lederhose. Das Leder bedeutet auf Deutsch Kosche. Und die Lederhose tragen die Männer gerne, aber heutzutage tragen sie auch die Frauen. Auf dem Bild seht ihr eine Frau, die eine Lederhose trägt. Und zur deutschen Tracht gehört auch der Bollenhut, das Symbol des Schwarzwalds. Das ist ein Strohhut mit 40 Bollen aus Wolle. Und das Wort Bolle bedeutet große Zwiebel. Und auch, es ist auch interessant, dass bei unverheirateten jungen Mädchen die Bollen rot sind, bei verheirateten Frauen diese Bollen sind schwarz. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Es geht nämlich um faire Mode. Und ich habe zwei Fragen an euch. Zwei große Fragen. Wie oft kaufen Sie Kleidung? Wie viele Kleidungsstücke haben Sie in diesem Monat gekauft und in welchen Geschäften? Und die zweite Frage, gibt es viele Kleider in Ihrem Kleiderschrank, die Sie gar nicht tragen? Beantwortet bitte mindestens eine Frage. Oder wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr natürlich die beiden Fragen beantworten. Ja, was mich betrifft, kaufe ich nie so oft Kleidung, aber ich habe ganz viele Kleider, die einfach so im Kleiderschrank hängen und ich trage sie nicht. Und ihr? Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben nicht so viel Zeit.
Heutzutage spricht man oft über faire Mode und auch Fast Fashion. Aber was bedeutet eigentlich dieser Begriff Fast Fashion? Das bedeutet die Kleidung, die billig hergestellt und verkauft wird, damit der Kunde häufiger neue Kleidung kaufen kann. Und auf der nächsten Folie könnt ihr die Vorteile und Nachteile von Fast Fashion sehen. Vorteile der Plusse, Nachteile, Minusse. Fast Fashion ist ziemlich billig. Man kann viel Kleidung kaufen. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil, es gibt immer aktuelle Modetrends. Und der dritte Vorteil, ständig wechselnder Sortiment. Aber es gibt auch viele Nachteile. Das ist eine massive Umweltbelastung. Die Modebranche verursacht 10% der weltweiten CO2-Emissionen und die Kleidung wird oft unfair hergestellt. Die Arbeitsbedingungen in Bangladesch, Kambodscha oder anderen Ländern sind oft unmenschlich. Und ihr seht auch die Beispiele für Fast Fashion Brands, zum Beispiel das Mango, H&M, Zara und oder Forever 21. Und Fair Mode hat auch ihre Vorteile und ihre Nachteile. Der erste Vorteil, die Kleidung wird unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt. Niemand wird ausgebeutet. Ausbeuten und exploatieren. Никого не эксплуатирует. Die Umwelt wird geschont. Der Nachteil ist aber, diese Kleidung ist viel teurer als konventionelle Kleidung. Und ihr seht auch Beispiele für Fair Fashion Brands, zum Beispiel Continental Clothing, ist positiv. Die beiden Brands sind in Berlin ansässig. Und das letzte Thema unserer Stunde, das ist muslimische Frauen in Deutschland und Kleidung im Islam. Im Islam gibt es Kleiderregeln für Männer und Frauen. Viele muslimische Frauen tragen ein Kopftuch und oft auch weite Kleider oder Schleier. Und die islamischen Frauenkleider sind ziemlich vielfältig und die erste Art von muslimischen Kleidung ist die Burka. Die Burka verhüllt Körper und Gesicht vollständig Ponystium, und vor den Augen ist ein schmales Netz. Auf dem Bild seht ihr Burka. Es gibt auch den Niqab. Der Niqab bedeckt das Gesicht fast vollständig. Es gibt nur einen schmalen Sehschlitz für die Augen. Und es gibt auch den Hijab. Das ist ein traditionelles islamisches Kopftuch. Es lässt das Gesicht frei, bedeckt aber das Haar, die Ohren, den Hals und meistens auch die Schultern. In manchen Ländern sind Burka und Niqab verboten, zum Beispiel in Frankreich. Und auch in Deutschland wird oft darüber diskutiert, ob man das Tragen von Burka verbieten sollte. Und eine Frage an euch, was denkt ihr? Sollte man das Tragen von Burka in Deutschland verbieten? Was glaubt ihr? Ich übersetze vielleicht die Frage, нужно ли запретить ношение Бурки в Германии? Что вы думаете по этому поводу? Was denken die anderen?
Okay. Sehr schön. Das stört niemanden. Okay, ich bin eigentlich mit euch einverstanden. Ich glaube auch, dass es niemanden stört. Ehrlich gesagt, tragen nicht so viele muslimische Frauen die Burka. Als ich zum Beispiel in Deutschland gelebt habe, dann habe ich vielleicht nur ein paar Male die Frauen in Burka gesehen, vielleicht zweimal und nicht mehr. Und deswegen ist das vielleicht nicht so schlimm. Gut, wir kommen jetzt zum Schluss. Und zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen, was wir heute gelernt haben. Wir haben gelernt, wie man die Adjektive richtig dekliniert. Hier ist ein Beispiel dafür: Ich bin attraktive Anna oder ich bin müder Max zum Beispiel. Paula trägt ein wunderschönes himmelblaues Kleid. Das ist ein Beispiel dafür. Wir haben auch die deutschen Trachten kennengelernt, Dirndl, Lederhose und Bollenhut. Und wir haben auch erfahren, dass die Kleidung umweltschonend sein kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für die rege Teilnahme. Danke sehr für die Kommentare. Und falls ihr noch Fragen habt, dann beantworte ich sie sehr gerne. 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 Gern geschehen. Ehrlich gesagt, schaue ich nicht so viele Filme. Also, ja, gern geschehen. Okay, vielen Dank und auf Wiedersehen.